Hallo, liebe Zuschauer von MSL TV. Wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich zu einer neuen Sendereihe. Diesmal geht es um die Digitalisierung der Anlage. Sie können sich ja vorstellen, das ganze Leben, alle Bereiche unseres Lebens, spricht man von digital, vom Fernseher angefangen, Richtig. Über den Kühlschrank bis hin zum Staubsauger. Und warum sollte es vor der Modellbahn Halt machen? Richtig. Digitaltechnik zieht sich wie ein roter Faden durch unser ganzes Leben. Ja, was ist jetzt das Spannende an dem Umstieg von analog auf digital, Wolfgang? Ich denke, da gibt es wieder sicherlich einiges zu sagen. Es gibt vieles zu sagen. Vielleicht als Einstimmung grundsätzlich vorausgeschickt. Auf Messen und Ausstellungen musste ich erfahren, dass viele der Modellbahner als ehemalige Analogbahner, als Einsteiger, Umsteiger, mit dem Begriff Digitaltechnik so ihre Probleme haben. Es gibt dort Unstimmigkeiten bezüglich der Begrifflichkeiten. Auch fehlt es manchem am Verständnis für die Digitaltechnik. Und das wollen wir mit dieser nun beginnenden fünfteiligen Videoreihe ändern. Wir müssen aber dazu sagen, Wolfgang, auch hier wieder gilt, wir besprechen hauptsächlich die Anfänger bzw. die Umsteiger. Ja, ganz wichtig. Ja. Also wir wollen nicht erreichen, wie ich immer sage, diejenigen, die jetzt Informatik, Elektrotechnik, Elektronik studiert haben, sondern eben den Otto-Normalverbraucher. Ganz wichtig. Das denke ich auch. So, dann wollen wir uns nicht lange an der Vorrede aufhalten, Wolfgang. Ich räume jetzt den Platz und du kannst deines Amtes walten. Ja, gerne. Gut. Werte Zuschauer, zuerst möchte ich mal auf die Randbedingungen zu sprechen kommen, unter welchen wir die zukünftigen Videoreihen abarbeiten werden. Randbedingungen sind ganz nötig, denn wir müssen Ihnen sagen, unter welchen Bedingungen werden wir das Ganze vorführen. Wir können natürlich nicht alles zeigen, sondern wir müssen uns eingrenzen. Also dazu folgende Bedingungen. Erstens werden wir das Ganze für das Gleichstromsystem abarbeiten. Im Digitalfalle sprechen wir hier über das DCC-Format. Weiterhin werden wir alles zeigen, vorwiegend unter Verwendung von Komponenten und Artikeln der Marken Fleischmann und Rocco. Selbstverständlich ist das, was wir Ihnen erzählen und zeigen werden, auch übertragbar, sinngemäß übertragbar auf andere Systeme, Wechselstromsystem, im Digitalfalle das Motorola-System. Also alles sinngemäß übertragbar. Das, was wir Ihnen hier erzählen und zeigen werden, wird auch in diesem Jahr noch in Buchform erscheinen, welches dann über Rocco Fleischmann in den Modellbahnfachhandel kommen wird. Bevor wir nun zum Thema Digitaltechnik kommen, werfen wir erst einmal einen Blick zurück. Wie hat man früher Modellbahnen gesteuert? Nämlich mit der Analogtechnik. Das wird also unser Ausgangspunkt sein. Und ich möchte Ihnen erst einmal zeigen, was sind die Merkmale der Analogtechnik? Wie war es früher? Bevor wir zum praktischen Teil kommen, folgt immer, wie bei anderen Sendungen vorher auch schon, immer erstmal die Theorie. Schauen wir uns nun mal einen Gleisplan an. Ich habe hier mal symbolisch, schematisch unseren Gleisplan aufgezeigt. Also hier zwei Schienenkreise, hier mit Weichen miteinander verbunden, hier ein Abstellgleis. Wir verwenden also hier als Gleissystem Geoline. Ganz wichtig ist, hier bei der Spannungseinspeisung, gekennzeichnet mit AG2 und hier mit AG1, müssen wir hier im Anschlussgleis einen Entstörkondensator vorsehen, laut den funktechnischen Bestimmungen. Das ist also ganz wichtig, die Anschlussgleise enthalten hier immer einen Entstörkondensator. Die Weichen 1, 2 und 3 tragen elektromechanische Antriebe.
Hier sehen wir dazu die entsprechenden Weichenschalter. Dieses Gleisstück ist spannungsmäßig abschaltbar. Hier sehen wir also den Schalter zum Abschalten der Spannung für dieses Abstellgleis. Da wir hier mit zwei Reglern arbeiten, Analogreglern, sehen wir hier also den Analogregler 1, den Analogregler 2. Wir müssen also die beiden Stromkreise, Innen- und Außenkreis, hier isolieren, gekennzeichnet mit IV2 wie Isolierverbinder, hier beim Abstellgleis der Isolierverbinder 1. Im praktischen Teil werden wir dann auch sehen, der Analogregler 1 ist ein herkömmlicher Stelltrafo, der Analogregler 2 eine modernere Ausführung, nämlich ein elektronischer Regler. Ich sagte also schon, wenn wir mit zwei Reglern arbeiten wollen, müssen wir hier die beiden Stromkreise voneinander trennen. So sehe also das Ganze analog beschalten und gesteuert aus. All das, was wir hier aufgezeichnet haben, würde sinngemäß natürlich auch für das Wechselstromsystem gelten. Wie sieht nun die Spannung aus, die wir von diesen Reglern, Analogreglern, auf den Stromkreis 1 und auf den Stromkreis 2 bringen? Dazu schauen wir uns mal den Spannungsverlauf im analogen Fall an, hier dargestellt. Hier auf der senkrechten dargestellt die Spannung, waagerecht die Zeitachse. Wir können also die Gleichspannung, sie ist ja über der Zeit konstant, daher der Name auch Gleichspannung, können wir im Bereich zwischen plus 15 Volt und minus 15 Volt so gut fast stufenlos ändern. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel für eine Spannung eingezeichnet, für einen Spannungsverlauf. Das könnten jetzt vielleicht so 7 Volt sein. Also diese Spannung können wir in dem Bereich ändern. Diese Skizzen, Abbildung 1 und 2, können Sie sich runterladen von www.modellbahnshoplippe.com. Nach dem theoretischen Teil Analogtechnik folgt nun der praktische Teil Analogtechnik. Wie Sie hier schon vor mir sehen, habe ich den bereits erläuterten Gleisplan hier mal aufgebaut. Sie sehen hier Geoline mit drei Weichen, einer Gleisverbindung zwischen Innenkreis und Außenkreis und hier einem Abstellgleis. Das sind hier zwei Stromkreise. Sie sehen auch hier zwei Regler, ein Stelltrafo, ein elektronisches Netzteil. Da zwei Stromkreise müssen wir dieselben auch gegeneinander isolieren. Das ist hier passiert mit zwei Isolierschienenverbindern. Genauso habe ich das Abstellgleis abstellbar gemacht. Folgerichtig eine Schiene isoliert und hier den Schalter für das Abstellgleis installiert. Eine Besonderheit müssen wir beim Analogen noch berücksichtigen, nämlich die Anschlussgleise. Im Falle Geoline, Rocco Geoline, verwenden wir hier ein Gleisanschlusselement. Ich zeige das mal hier in die Kamera. Das wäre das Gleisanschlusselement. Entsprechend den Bestimmungen zur Funkentstörung muss das Gleisanschlusselement und somit der gesamte Stromkreis funkentstört sein. Daher befindet sich da unten ein kleiner Entstörkondensator. Der ist seitens der Industrie stets vorzusehen, wie gesagt, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Also hier ein Entstörkondensator. Die Weichen, die wir käuflich erwerben, tragen hier einen Handantrieb. In dem Falle haben wir elektrische Weichen benutzt. Folgerichtig müssen wir diesen Handantrieb durch einen elektrischen Antrieb tauschen. Ich zeige das mal im Bild. Jetzt sehen wir hier statt des Handantriebes einen elektrischen Antrieb. Das da oben wäre schon der Decoder für den Digitalbetrieb. Der soll uns jetzt nicht interessieren, nur der elektrische Antrieb.
So müssten also die Weichen für den elektrischen Betrieb, Analogbetrieb, ausgerüstet sein. Wenn wir die Weichen schalten wollen, dann müssen wir natürlich Weichenschalter vorsehen. Hierfür habe ich mal verwendet aus dem Lehrmittelbausatz für den Physikunterricht sogenannte Umschalter. Sieht man sehr schön. Ihre zu Hause werden natürlich wesentlich kleiner sein. Hier sieht man aber wenigstens, was man tut. Also ein Umschalter, einmal geradeaus, abzweigend und umgekehrt. Oder hier, geradeaus, abzweigend. Also Weichenschalter. Hier mit diesem Schalter kann ich, den benutze ich nicht als Umschalter, sondern nur als einfachen Schalter, kann ich die Spannung auf dem Abstellgleis zuschalten und wegschalten. Hier befindet sich, wie im Stromlaufplan und in der Prinzipskizze auch dargestellt, ein Voltmeter, sodass wir hier die am Gleis anliegende Gleichspannung messen können. Wir haben jetzt hier auf dem Gleis stehen eine Ludmilla der Marke Rocco, natürlich ohne Decoder. Wenn wir nun die Spannung von 0 erhöhen, sehen wir das auch am Voltmeter. Die Lok wird sich also in Bewegung setzen, aber noch nicht gleich, wenn ich den Regler öffne, sondern etwa ab 2,4 Volt setzt sich die Lok in Bewegung. Gehe ich wieder auf 0, drehe die Spannung um, also wechsle die Polarität, fährt die Lok in entgegengesetzter Richtung. Wir sehen also jetzt im praktischen Teil, was wir im theoretischen Teil bereits erörtert haben. Durch die Veränderung der Spannung zwischen 0 und Maximalspannung 15 Volt ändern wir die Geschwindigkeit. Soll die Lok in verschiedene Richtungen fahren, vorwärts, rückwärts, müssen wir die Polarität ändern. Das sehen wir auch nochmal im Voltmeter. Hier plus 3 Volt, minus 3 Volt. Das haben wir auch hier nochmal gestern schon gesehen in dieser Prinzipsdarstellung für den Spannungsverlauf. Wenn ich nun die Lok drehe, also um 180 Grad drehe, was passiert dann? Machen wir das mal. Wir drehen den Regler wieder nach rechts und wir sehen, die Lok fährt genau in gleicher Richtung wie vorher auch, obwohl wir die Lok gewendet haben. Warum? Wenn wir die Lok wenden, würden wir ja für die Lok einen Polaritätswechsel vollziehen. Also würde ja zu erwarten sein, dass die Lok jetzt genau entgegengerichtet fährt. Ist aber nicht so. Warum? Weil wir mit dem Wenden der Lok auch gleichzeitig den Motor wenden und damit die Drehrichtung. Also wir tun zweimal das Gegenteil hier. Im Endergebnis bleibt es so, wie es ist. Also wichtiges Merkmal der Analogtechnik. Wenn wir auch die Lok um 180 Grad drehen, bleibt die Fahrtrichtung erhalten. Jetzt werden wir mal zwei Loks auf ein Gleis bringen. Was passiert dann? Wir sehen, beide Loks entnehmen die gleiche Spannung, die gleichen Fahrbefehle aus dem Gleis. Folgerichtig bewegen sich beide Loks gleichzeitig. Bedeutet im Umkehrschluss, wir können nicht, wie im Original, die Loks unabhängig voneinander steuern, im schlimmsten Falle voneinander weg oder aufeinander zu oder eine stehend, die andere fährt, geht nicht im Analogen. Immer auf ein und demselben Stromkreis, auf ein und derselben Schiene, also immer gleichsinnig. Wenn wir nun den Wunsch haben, zwei Loks unabhängig voneinander fahren zu lassen, gleichzeitig und unabhängig, dann müssen wir zwei Stromkreise ausbilden und jedem der Stromkreise einen Regler zuordnen. Das habe ich hier getan, auch schon gesagt. Das ist ein Stromkreis, das der andere hier beidschienig voneinander isoliert. Setzen wir jetzt mal die Lok
auf den anderen Stromkreis. Jetzt kann ich also zum Beispiel die Ludmilla, die BR-232, auf dem äußeren Stromkreis fahren, ohne dass die andere mitfährt. Ich kann auch die andere in Bewegung setzen. Also unabhängig voneinander und gleichzeitig steuern. Wohlgemerkt immer mit einem zweiten Stromkreis. Verallgemeinert würde das bedeuten, wenn ich mehrere Loks fahren lassen will, unabhängig und gleichzeitig, brauche ich genauso viele Stromkreise und damit genauso viele Regler, wie ich Loks voneinander unabhängig fahren lassen möchte. Nun, wie regeln wir das, wenn wir eine Lok fahren lassen wollen, während die andere weiterfährt? Dann müssten wir den entsprechenden Gleisabschnitt spannungsfrei schalten. Wir wollen zum Beispiel jetzt die 101er aufs Abstellgleis fahren und dort stehen lassen. Also müsste ich jetzt hier die Weiche schalten, abzweigend, und fahre die 101er aufs Abstellgleis. Jetzt der Schalter ist geschlossen, liegt also Spannung dran. Jetzt nehme ich hier die Spannung weg. Folgerichtig kann ich den Regler öffnen, die Lok fährt nicht mehr. Nun setzen wir die Lok mal um. So, machen wir das mal schnell mit der Hand hier. So, jetzt fahre ich die Lok rüber auf den anderen Stromkreis. Die Weichen sind auf abzweigend gestellt. Warum bleibt die Lok stehen? Weil der Regler für den inneren Stromkreis nicht auf Hart steht. So, jetzt haben wir übernommen. Sie sehen, die eine Lok steht, die andere fährt. So müssten wir also schaltungstechnisch den Umstand bewältigen, dass eine Lok fährt, die andere hält. Das würde sinngemäß auch für Bahnsteiggleise oder andere Abstellgleise zutreffen. So. Das wären die fahrtechnischen Merkmale der Analogtechnik. Funktionen, die wir uns vorstellen können, wie zum Beispiel Licht und Rauch bei Dampflokomotiven, sind natürlich spannungsabhängig oder geschwindigkeitsabhängig, weil spannungsabhängig. Zum Beispiel, wir lassen jetzt die Ludmilla wieder fahren. Die Frontbeleuchtung der Lok wird nur dann voll leuchten können bei maximaler Geschwindigkeit der Lok. Wir halten das mal an. Und wenn wir jetzt die Lok anhalten, vielleicht kann die Kamera das mal zeigen, stehende Lok heißt natürlich kein Licht, denn am Gleis liegt keine Spannung. So, wenn wir fahren, jetzt wird die Beleuchtung kaum sichtbar sein. Erst wenn wir entsprechend den Regler aufgedreht haben, sehen wir die Frontbeleuchtung. Bedeutet also im Stand kein Licht, bei Dampfloks kein Rauch. Was passiert nun mit beleuchteten Waggons? Dazu habe ich hier mal eine Glühbirne genommen. Wir legen das mal hier an. Ja, wir gehen mal hier an den Außenkreis. Ich drehe jetzt den Regler auf. Und wir sehen, der beleuchtete Waggon würde nur dann leuchten können, imstande also nicht. Bei langsamer Fahrt ab jetzt würde im Prinzip die Beleuchtung auftreten. Volle Beleuchtungsstärke hätten wir erst dann, wenn der Trafo voll aufgedreht ist. Das wäre natürlich ein Nachteil, weil im Original natürlich auch bei stehenden Waggons oder auch bei stehenden Lokomotiven die Beleuchtung intakt ist. So, jetzt hätten wir im Prinzip die Wesensmerkmale genannt, gesagt und gezeigt. Fassen wir nochmal zusammen. Den Richtungswechsel der Loks und der Züge vollziehen wir durch den Polaritätswechsel, die Änderung der Geschwindigkeit über eine Spannungsänderung. Zwei Loks auf ein und demselben Schienenkreis
bewegen sich immer in gleicher Richtung, weil sie den gleichen Befehl vom Regler empfangen. Wollen wir mehrere Lokomotiven unabhängig und gleichzeitig voneinander fahren lassen, müssen wir mehrere Stromkreise ausbilden und jedem der Stromkreise einen Regler zuordnen. Soll eine Lok halten, während andere fahren, müssen wir den entsprechenden Gleisabschnitt, wo die Lok halten soll, spannungsfrei schalten. Dann erst bleibt die Lok stehen, während die andere weiterfährt. So, werte Zuschauer, das wären die Markenzeichen der Analogtechnik.